Guten Abend. Jetzt. Hallo. Ja, wir wollten noch mal einen kleinen Tipp geben für heute. Wir haben uns ausgedacht, also dass es manchmal eine gute Idee ist, bestimmte Dinge zu Fuß zu gehen, bevor man sie im Sattel probiert. Und also Springreiter laufen ja einen Parcours ab zum Beispiel. Ne? Die Vielseitigkeit Reiter gehen die Geländestrecke ab. Dressurreiter, die Turniere reiten, die gehen oft die Aufgabe zu Fuß, weil es sich besser einprägt. Ja? Und man kann das auch ausnützen, um ein Gefühl im eigenen Körper zu bekommen, wie sich das fürs Pferd irgendwie anfühlen muss und wie man sitzen muss. Also man stellt sich im Endeffekt vor, dass die eigenen zwei Beine die Hinterbeine des Pferdes sind und das eigene Becken ist das Pferdebecken. Und dann kann man Wendungen abgehen. Man kann Seitengänge probieren, als wenn man das Pferd wäre. Und dann kann man sehen, wie man das Becken drehen muss, rechts, links, und wo das Gewicht ist und welches Bein jetzt mehr stützt, welches Bein mehr schiebt. Und das lässt sich sehr gut aufs Reiten und aufs Pferd übertragen. Also man spürt dann recht gut eigentlich, was die Pferde Hinterbeine tun. Und da wird manches dann klarer. Also was Sitz- und Hilfengebung angeht, wird manches klarer, wenn man das abschreitet. Und ich habe im Unterricht früher auch oft demonstriert sozusagen. Und bin dann vor den Leuten hergegangen, habe dann, was weiß ich, Schulterreihen, Travers und so weiter demonstriert, um zu zeigen, wie sich die Hinterbeine beim Pferd bewegen müssen. Und dann sieht man dann natürlich auch die Beckenposition, Beckenhaltung vom Reiter. Also es lohnt sich, das zu machen. Ich weiß nicht, viele machen es, glaube ich, auch schon. Es wird langsam bekannter auch, ne? Und ist wirklich eine nützliche Sache, gerade auch wenn man vielleicht sich nicht so sicher ist. Ja, sitze ich jetzt innen oder außen? Drehe ich mein Becken jetzt nach rechts oder nach links? Ne? Und so weiter. Dann kann man sich da Klarheit verschaffen, indem man das einfach mal zu Fuß geht. Vielleicht auch so in Zeitlupe ganz langsam. Und da kann man auch in bestimmten Momenten dann kurz innehalten und mal gucken, so wie ist es jetzt, ne? Und wie geht es jetzt weiter? Oder Übergänge, ja? Von einer Linie in eine andere, von einer Lektion in eine andere. Da wird es dann vielleicht auch klarer, was da passieren muss, genau, damit man den Übergang besser hinbekommt von einer Sache in eine andere. Ja, dann wäre es schön, wenn Sie einen Kommentar hinterlassen. Ne? Ist das was, was Sie selber schon machen oder was Sie mal probieren wollen? Oder haben Sie Erfahrungen? Funktioniert es? Oder sagt es Ihnen gar nichts? Kann ja auch sein, dass jemand damit gar nichts anfangen kann und sagt, nee, bringt mir nichts. Und andere Leute, glaube ich, ziehen großen Nutzen draus. Das wäre ganz interessant. Ja, dann vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.